Ja, wir sind ja heute hier, um über euren Film Lucky zu sprechen. Und ja, erstmal eine allgemeine Frage. Seit 2009 arbeitet ihr ja zusammen im Bereich Comic- und Animationsfilm. Was war da der Auslöser für euch, zusammenzuarbeiten? Wir haben schon immer so ein bisschen zusammen auch gearbeitet, auch vorher schon so gezeichnet und so sowas gemacht. Auslöser dann tatsächlich die Filme auch zu machen, war, dass ich ein Gastsemester gemacht habe an der Kunsthochschule in Kassel, wo Ines studiert hat. Und dort in der Klasse Trickfilm bei Andreas Hikade. Ja, da kam ich überhaupt erstmal so in Kontakt mit Animationsfilmen, hatte vorher da gar keine Ahnung. Und ja, dann haben wir da auch angefangen, so ein kurzes Projekt zusammen zu machen. Und dann fing das eben so an. Mhm. Ja, so. Hat da nicht mehr aufgehört. Hat nicht mehr aufgehört, hat auch ganz gut funktioniert eben. Genau. Ja. Okay, gut. Und ja, jetzt vielleicht mal zum Film Lucky. Also man merkt ja schon im Film, dass da so eine leichte Kinderzeichnungsästhetik drin ist. Was war euch wichtig, dass ihr genau dieses Medium verwendet, um die Geschichte auch so irgendwie zu transportieren? Also der erste Teil der Geschichte, ich meine, man kann jetzt nicht so gut drauf eingehen, weil das wahrscheinlich nicht alle gesehen haben. Ne? Aber es ist ja diese Geschichte von dem Pferdemädchen, mit dem es anfängt. Da haben wir halt eigentlich schon die Technik mit den Filzstiften gewählt, weil das halt auch eben der Geschichte entsprochen hat. Und es war halt ein Erlebnis, was Kirsten tatsächlich hatte in Kindertagen. Also sie war ein Pferdemädchen und es beruht auch, also das komplette Ding beruht eben auf dieser Geschichte. Es hat sich dann immer mehr aufgebaut, aber das war so der Auslöser. Tendenziell mit diesen Kinderzeichnungen, also das ist unser Zeichenstil, also wir haben eine sehr schnelle Art zu zeichnen. Und vielleicht in manchen Augen könnte man die auch naiv nennen, was jetzt natürlich nicht der Fall ist, weil wir sind keine Kinder und wir sind vielleicht hoffentlich auch nicht so naiv. Also es ist einfach die Art, wie wir uns ausdrücken. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, okay, dieser Film braucht jetzt die Kinderzeichnung, deswegen machen wir das so, sondern es ist einfach das, was wir sind, also wie wir uns ausdrücken. Euer Stempel. Ja, also wir können vielleicht schon auch anders zeichnen, also du vor allem naturalistisch, wenn es sein muss, aber das ist halt nicht die Art, wie wir uns mit unserer Arbeit ausdrücken. Also es ist halt einfach eine reduzierte Zeichnung, mit der man aber durch diese Reduktion auch viel ausdrücken kann und da Gefühle auch irgendwie transportieren kann. Und also wenn wir versuchen würden, anders zu zeichnen, wäre das halt nicht mehr... Das wäre auch nicht authentisch. Also authentisch, jetzt. Ja, es wäre nicht mehr wir wahrscheinlich. Und inwiefern steckt auch eine persönliche Note da drin? Ich meine, du hast ja eben schon angesprochen, dass du da auch so Pferdeambitionen hattest. Ja, also es steckt immer irgendwie was Persönliches mit drin und so Erfahrungen und vielleicht auch Leute, die man so kennt und so Geschichten, die man so mitbekommt, die fließen da natürlich alle so mit rein und irgendwie vermischt sich das dann auch zu so einem Ganzen. Also da jetzt zu sagen, das ist jetzt tatsächlich so passiert, und also das kann man gar nicht so genau trennen dann irgendwo mehr, ne? Bis auf diesen Pferdebiss. Der ist tatsächlich so passiert. Okay. Aber sonst ja, verwebt sich das einfach. Und in welchem Filmbereich seht ihr euch in Zukunft? Wollt ihr dem Animationsfilm treu bleiben oder wohin wollt ihr euch entwickeln? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und was ist genau das, was für euch da diesen Reiz ausmacht, dieser Bereich Animationsfilm? Dass man einfach diese Welt ja komplett selber aufbauen muss und kann. Also man hat jede Möglichkeit. Also man ist nicht beschränkt auf irgendwas. Ich glaube, das ist es. Ja, also alles, was man sich vorstellen kann, kann man ja eigentlich auch umsetzen, auch wenn es einem selber dann manchmal so, oh Gott, wie soll ich das machen? Also man hat meistens schon so ein Bild im Kopf, oder mir geht das zumindest so. Und wenn wir dann tatsächlich am Machen sind, denke ich mir so, scheiße, also wie kann ich das Bild jetzt genau umsetzen, also technisch auch. Aber man kann sich dabei halt auch so lösen, also man kann sich so frei machen und dann einfach das so drauf los. Ja, dann passiert das auch manchmal einfach so auf dem Blatt oder es fügt sich dann so zusammen. Es ist gar nicht alles so genau geplant bei uns auch immer. Das ist vielleicht auch untypisch für einen Animationsfilm, also dass wir eigentlich zwar mit Storyboards arbeiten, aber nicht mit einem konkreten Animatic. Das heißt, wir arbeiten sehr viel einfach drauf los. Also wir haben eine Figur in einem Raum und dann schauen wir mal, was mit der passiert. Also man weiß schon, irgendwann hat so eine Idee, was passiert, aber so genau, ob sie jetzt den Arm so hebt oder anders hebt, weiß man dann noch nicht. Und manchmal entsteht das dann einfach. Ja, cool. Dann vielleicht noch abschließend eine persönliche Frage. Was ist denn das Besondere an der Arbeit mit der eigenen Schwester? Mhm.
Ich glaube, dass wir uns auf einer Ebene verstehen, wo man oft nicht so viel verbal kommunizieren muss. Also ich glaube, dass wir bei den Filmen schon immer das Gleiche wollen, oder? Ja. Ja, also wir haben halt oft auch genau dieses Bild, was wir gerade meinten, was man so hat, so eine Vorstellung, dass das haben wir dann einfach auch beide so. Also wir verstehen uns dann einfach, also wir wissen einfach, dass wir das Gleiche sagen wollen. So. Kann man schlecht erklären. Da gibt es jetzt nicht so viel Konflikte eigentlich. Und ich meine, wir arbeiten ja auch so, dass wir zwar die Idee, also die Geschichten zusammen entwickeln, aber dann im Film machen, also in dem Prozess, das schon auch relativ gut aufgeteilt ist. Also ich habe mir ja diese ganze Nachbearbeitung, was digital ist, und das Zusammenfügen, und Kirsten zeichnet eigentlich größtenteils, also mit Stift auf Papier.